Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Na, dann schlafe ich hier nochmal für 3000. Ist ja ein Schnapper. Ein regelrechter Schnapper ist das. So, guten Morgen, gute Reise, ja? Dankeschön. Ich versuche mein Bestes zu tun. Jetzt muss ich erstmal gucken, was die für Runen haben. Glad we get to travel together again, Noah. My name is Nil. I am most humbly pleased to make your acquaintance. Freut mich auch sehr. Are you a guardian too, Nil? You're certainly very unique. I discovered Nil in a rune barrows. I've got no idea who she is or where she comes from. And neither does she. Oh, sie weiß es auch nicht, naja. Some idiots think she's a rune golem, but she certainly doesn't act like one. Sadly, my memory banks are empty. The first thing I remember is opening my eyes and seeing Marissa. No, and I have that in common. No ties to the past. I don't even remember what my parents looked like. It's gotta be tough. Pooby poo. The other guardians have been kind since they took me in. Could this perhaps be another thing we have in common, Marissa? Yeah, I suppose so. There's no question Yarnan is my home now, and the people are my family. And that includes you, Nil. I am most grateful for the privilege, Marissa. Jetzt habt ihr euch aber genug Honig um den Mund geschmiert hier. Don't do what, Marissa? Don't act like I'm doing you a favor. That's the whole point of being friends. Understood. I will try to adjust my behavior. Oh man, I envy you two. I wish my brother Lakian was as forthcoming with affection. Wave often states that the whole Lillowyn thing complicates your relationship. Okay. Yet he has never expounded on what the whole Lillowyn thing is. Perhaps you could elaborate. What? No! I mean, there's... there's nothing to, Halt uns nicht hin, aber wie... Ist das eine Art Dreiecksbeziehung? Fragezeichen? Hey, is this some love triangle thing between you, Lakian, and Lillowyn? I have knowledge of isosceles and scaling triangles. Is that another kind? I have no idea what that means. But basically, Lakian is interested in Lillowyn, but Lillowyn has already got a thing for me. He doesn't know anything. Now let's just go and pretend the whole last minute never happened. Sorry, Lillowyn. Yes, we can go now. Look at us go. Das sind schon charmante Dialoge. Kann man doch gar nichts sagen. Such perplexing creatures. Ah, schön. Da, dann gucke ich mir die Runen nochmal an. Second Floor. Vielleicht will da jemand kreiseln. Du, möchtest du kreiseln? Nee. Oma? Ah, nee, die gibt mir ein Rezept. Cool.
Sasa Dango, aber sie sagte, es schmeckt nicht gut. Ein Roboter lernt die Menschlichkeit kennen. Eine komplett neue Story-Idee. Ist schon ein bisschen klischeehaft, ne? Das ist, ist halt JRPG-Kitsch, ne? Haben wir auch schon in Persona 3 gehabt. Mit, wie hieß sie denn da? Weiß ich gar nicht. Da war ja auch so ein Roboter. Eine Roboterfrau. So, Rune ändern. Aber ja, das ist halt... Irgendwo wird das Klischee oder der Kitsch halt immer noch mal rausgeholt. Sollen sie doch auch machen. Ist ja nicht schlimm. Ist genauso wie der Hauptprotagonist Noah hier keine Eltern hat, ein Waise ist. Das ist ja auch ein Motiv, was gang und gäbe ist. Nee, da will ich gar nicht hin. Sag mal, ja. Kann ich? Ich kann mich nach Hause beamen, ne? I have literally never failed at this. Dann kann ich mir ja die Gruppe nochmal neu zusammenbauen. Kann ich meine Gruppe nochmal formen. So, Ivy erstmal raus. Ich glaube, dann nehme ich Garmet. Ich glaube, Gar hat auch gut Verteidigung. Und als Hilfe... Erhöht die maximale Kapazität der Zaubertasche stark. Dann nehme ich dich mit. Hey there. Ausrüstung, Rune ändern. Oh, die hat aber viele Runen, die man freischalten kann. Rune des Feuers? Ich habe doch die Rune des Infernos bekommen. So, dann mal lagern hier. Rune des Infernos, guck mal. Kann ich doch... die braucht aber 3. Die noch mal hier. Die kann ich verkaufen. Die Platinhaube verkaufen. So. Wenn es gut eingearbeitet ist, ist es ja nicht verwerflich. Das denke ich mir auch. Also der Dialog war doch ganz charmant. Ich glaube mal, sie werden es auch nicht zu sehr ausreizen mit dem Roboter und dass der jetzt den Sinn des Lebens sucht oder dergleichen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil es ist halt auch nur so mehr so ein Randcharakter. Rune des Seitenhiebs, ja. Rune der Kraft hat sie. Rune des Leuchtkäfers will ich nicht. Der könnte die Rune des Infernos tragen. Aber es wird ja auch viel MP kosten, glaube ich.
Ach komm, nimm die einfach mal. Gott, da ist nichts weiter. Gar, gar, gar. Ohne das Leuchtkäfer sei, sowas werde ich doch nie anlegen. Rune der mächtigen Kraft hatte ich bisher nur eine. Noah ist gut ausgestattet. Was haben wir denn noch? Marisa. Ich glaube, so viele Leute haben irgendwie noch eine Rune angelegt. Aber da müsste man die doch auch wechseln können. Naja. Hier, Euphorius. Rune der Kraft. Nichts Besonderes, naja. Ich denke mal, dann geht's wieder zurück. Da kann ich nichts machen, oder? Can I help you, perhaps? Mal gucken, ob ich noch was ausbauen kann. Nö. Das kann ich ausbauen. Da mache ich das schnell. Kostet keine Ressourcen. Die Farmproduktion hochfahren. Peter, was ist mit dir los? Ich könnte es sogar noch mal ausbauen. Ich mach's einfach. Wenn schon, denn schon. Horn, legendärem Bestie. Steigere deine Verbündeten auf 100. Die heißen Quellen ausbauen. Einfach alles ausbauen. Jetzt ist mir wurscht. Den Schmied habe ich noch nicht entdeckt. Das ist das Känguru, ja. Eisenerz haben wir nicht. Das könnten wir da. Okay. Platinerz. Naja. Reicht ja erstmal. Bitte teleportier mich. Nach Yharnam. Alright. One perfect teleportation coming up. Yes, indeed. Teleportier mich. Into the... Perfect. Into the... I don't know. Where to teleport me. Perfekt wie üblich. Ja. Das ist, wenn man einmal rausklickt, ne? Also hier will wirklich keiner kreiseln mit mir, ne? Oder die kreiseln nicht. Kann ja alles gut sein. Hier liegt... das sieht ein bisschen verdächtig hier aus. Mal im Hinterkopf behalten. Keiner will kreiseln. Oh, hier kann ich angeln, oder? Eine Angelstelle gefunden. Die muss ich jetzt mal kurz ausprobieren.
getcha. Gucken, was es hier Schönes gibt. Perfect catch. Laternenwels. Hatte ich schon mal. Da ist so ein richtig dicker Oschi drin. Der kann ruhig mal anbeißen. Come on, come on. Komm her, dicker Oschi. Oh, was ist denn das? Catch. Trägerkaulbarsch. Der sieht aus wie eine Ananas. Yep. Das war doch eine Ananas, die ich da gefangen habe. Was war das denn? War ich zu langsam? Oder zu voreilig? Yes! Fruchtkiem. Kein neuer Fisch hier wirklich. Oder ich hab's halt gerade verkackt mit dem einen. Gotcha! Durch die Schatten sehe ich auch nichts. Wieder ein Laternenwels. Yes. Yep. Wo sind denn die Fische? Ich sehe die nicht. Doch, da ist der Dicke. Jetzt kommt der Dicke. Gotcha. Der dicke Oschi. Nothing to it. Todessensenlachs, den habe ich auch schon mal gefangen. Yep. Ey, nichts wirklich Spannendes hier in dem Teich. Gotcha. Ich bin ja enttäuscht. Nothing to it. Oh, den kenne ich auch schon. Oh, keine weiteren Fische. Hm. Darauf ein Stück Schokolade. Marissa, Noah, Nil. Okay, everyone's here. Let's go. You seem eager to depart, Aoi. I think he just wants to get moving before you dredge up that thing from before. Welches Ding wohl? Anyway, if we head southwest from here, we should see Norrister's capital city of Athrebolt before we know it. Right, let's go. Let's go. Let's go. Oh. Ich glaube, ich gehe erstmal nicht in die Hauptstadt. Ich sehe da einen Teich zum Angeln. Und ich besuche erstmal die anderen Städte, um zu gucken, ob ich da rekrutieren kann. Die Richtung da hinten kann ich angeln. Vielleicht gibt es da ja auch eine Großaugenbrasse. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall gibt es Schneewölfe, die erstmal 87 Schaden machen. Und dann nur 43. Erfahrungspunkte. Schmeißt mich damit zu mit Erfahrungspunkten. So, jetzt gucke ich erstmal hier, was man schönes angeln kann. Und dann schaue ich nochmal in die andere Stadt, was man da rekrutieren kann. So, was haben wir hier? Yes. Eisenkarpfen habe ich auch schon mal gefangen. Ja. Nothing to it. Frostbeulen.
Was? Ja. Konnte gar nicht lesen, so schnell. Frostbeulen. Tinte. Gotcha. Oh, da kommen nur die kleinen Fische, die will ich doch nicht. Nothing to it. Frostbeulen-Tinte. Ja. Oder Frostbeul-Stinte. I don't know. Come on, come on. Yes. Yeah. Yeah. Come on, come on. Nothing to it. Also ich fange nichts Neues wirklich. Das ist alles, was man schon mal hatte. Ziemlich unspektakulär. Ja, ich müsste auch mal aufpassen, ne? Das war jetzt. Naja. Kein wirklicher Angelerfolg. So, bin ich mal gespannt auf die Stadt, was es da gibt. Eine Stadt am Meer. Let's do this. Och, das sieht ja süß aus. Karbunkel und eine Tundra-Fledermaus. Warte mal, die Schatzkiste. Er greift an. Feuer! Oh, Lichtmagie. So ist das. Was habe ich bekommen? Entensuppe-Rezept. Oh, die sind schön paralysiert, ey. Wunderbar. Ich find's schön, wie sie aus ihren Fingern schießt. Peng, peng, peng. Alle erstmal bewegungsunfähig. Wunderbar. Wunderbar. Die Stadt am Meer. West-Zwillingshorn. Da ist doch schon niemand. Ist das? Das ist Hogan. Da steht Hogan am Steg. Der spricht mich dann auch mit gleich an. What you gonna do, brother? What you gonna do? Na, gehen wir mal gleich zu ihm hin. Das ist einfach eine Frau, die durch mich hindurchläuft. Da ist er, Hogan. Say again, mate. You're looking for someone to work your trading post? Well, reckon there's no one better for the job than me. Das denke ich auch. Hear me out. Oh. I don't go into bizzo with just anyone. Nah. Show me you know the game by trading your way to, let's say, 50,000 in profit. Then I'll join you. Fair? 50,000. G'day, mate. How are those receipts looking? Crikey! You've barely started! You've got to work harder if you want to make bond. Okay. Das kann ich bestimmt irgendwo einsehen in den Statistiken. Gehe ich mal stark davon aus. Was ich an Gewinn gemacht habe bisher. Ich verdiene ja immer Bakwa, wenn ich weg bin. Zuletzt waren es 13.000.
Oh, das sieht lustig aus, das Spiel. Aber hier ist nichts weiter, oder? Nö. Wo treibt ihr euch alle rum? Den Schmied habe ich auch noch nicht gefunden. Ja. Da ist schon mal ein Schmied, aber es wird nicht mein Schmied sein. Das sind alles nur Bewohner hier, das ist ja langweilig. Na komm her, Schmied, was hast du? Oh, das müssen wir erstmal richtig aufwerten hier. Das hängt ja doch ein bisschen hinterher. Gale Gear 2. Yin und Yang Haken. Damit der auch nochmal ein bisschen mehr Schaden macht. So, da kann Gar auch noch gleich. So, perfekt. Dann ist das schon mal erledigt. Die Waffen ein bisschen abgegradet. Aber ansonsten ist es bisher unspektakulär, so wie es aussieht. Jetzt kann man sich rechts nochmal umgucken und dann, wenn nicht, dann nicht. Dann geht's wirklich in die Hauptstadt. Normale Bewohnerin. So, das meint er mit Handelsposten. Das habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Das kann ich dann kaufen und vielleicht woanders wieder verkaufen, ne? Um so zu handeln. Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, war das. Das meint er also damit. Sie ist ein Adeliger. Annette. Ich weiß nicht, warum manche Namen haben und manche nicht. Das verwirrt mich so von den normalen NPCs. Gut, also das ist hier richtig unspektakulär. Hier gibt es nur Hogan. Dann verkrümel ich mich wieder. Kann ich doch eigentlich so machen. Ich glaube, das lohnt nicht. Dann laufe ich lieber das Stückel da entlang. So. Das ist ja irgendwie so ein bisschen so ein Echsenvolk, glaube ich, ne? So echsenartige Wesen. Also für mich sehen die, wenn ich mich richtig erinnere, sahen die so ein bisschen wie Drachen aus. So eine Art Drachenkopf. Kann mich aber auch irren, was das angeht. Pro Baby! Zack. Ah, ich liebe den Automodus. Muss ich immer wieder sagen.
doesn't even count as exercise. The reward for good hustle. Sehr schön. Da oben ist halt noch eine Stadt. Will ich mir die angucken? Ich glaube schon. Aber ich glaube, ich betrete die Stadt einmal, damit ich sie als Teleportpunkt habe. Sonst muss ich ja wieder runterlaufen. Auch wenn die jetzt gleich quatschen, glaube ich. Ja, die sehen doch schon so ein bisschen wie Drachen aus. Die haben Flügel hinten dran. Keine Ahnung, also wirkst echsenmäßig. This is Athrobalt? Sure is. Scheinbar schon. There are so many people here. I hope I won't get any strange looks. Anybody bothering you is gonna catch a swift boot to the backside. I am very happy you care for me so, Marissa. But please, do not be booting any backsides on my behalf. Oh, here we go. The girls are practically inseparable already. What do you say, Noah? Wanna buddy up? Du und ich, Alvi, ein Leben lang beste Freunde. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen, Alvi. I look forward to getting to know you, Alvi. Machen wir es mal diplomatisch. Really? Well, that's great. Guess you gotta be open to all kinds to command the Alliance, huh? Das ist richtig. Shame my brother Lakian doesn't share your tolerance. Let's can the grumbling and get moving, all right? Okay. Oh. We're headed to the castle of Norrister's King Salus Belrond, I believe. Die Burg ist direkt nördlich von uns. Poopy, poo. Gut, ich gehe trotzdem nochmal raus, weil ich möchte oben ins Dorf. Die haben Flügel hinten dran. Könnten auch Feen sein. Hm. I doubt it. So wie die aussahen, das sah mir nicht feenmäßig aus. Die waren nicht süß genug, glaube ich, dafür. Und nicht so elegant. Die sahen eher sehr gefährlich aus. Wie Drachen halt. Wie so kleine Drachen. Auf zwei Beinen. Die aufrecht gehen. Ready for battle. So, rein ins Winterdorf. This may sting. I got a little present for you. Oh, jetzt so. Multischuss. This'll do. Here's a little Guardian Arcana. Multischuss. This may sting. Puzzle, strike, smash. Oh, jetzt kommt er wieder. Der Zermaler. Bums. You're done. That was way too easy. So, walking through the winter wonderland. Ist ja bald wieder soweit. Dann steht der Winter wieder vor der Tür. Eieiei, der muss ja richtig kalt sein. Das sieht ja wie Eskimos schon aus. Dorf Skris. 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 Oh, ein Pinguin. Der hat auch einen Namen. Das sind bestimmt so Entwicklernamen, Kawashima. Ist mir jetzt schon öfters aufgefallen, dass Tiere auch Namen bekommen. Aber wen kann man hier rekrutieren? Da oben geht's in eine Höhle rein. Ich glaube, das interessiert mich noch nicht. Ansonsten ist hier erstmal tote Hose, ne?
Okay, ich krieg wieder was zu essen. Chili con Carne. Muss ich ehrlich gestehen, ist ein Gericht, das ich sehr mag. Und ein Curry-Rezept. Also eine richtig gute Chili con Carne oder auch Chili sin Carne. Count me in. Ich bin dabei. Was dich schön von innen wärmt. Und ein gutes Curry ist sowieso einfach nur Liebe. Es sei denn, man bestellt es bei einem Inder und der macht das scharf wie sonst was. Also dann ist es innen drin so warm wie in einem Vulkan, der da brodelt. Und innen drinne ist dieser Magmafluss, wo du denkst, ich könnte jeden Moment sterben. So. Hier ist keiner. Schade. Wie sieht die Stadt aus? Wie ist die aufgebaut? Oha, die Stadt ist sehr groß. Ja. Gibt's bestimmt einiges. Einige Leute zu finden. Hier ist wieder ein Handelshaus. Diese Stadt ist so groß. Ja, Narista ist ein Reich mit viel Geschichte. Mir gefällt diese Stadt nicht. Scheint an viele alte Regeln gebunden. Okay, das ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Dieser Anschein, dass hier viele Regeln eingehalten werden müssen. Hm. I don't know. Da ist wieder ein Gitarrenspieler. Dich kann ich gar nicht ansprechen. Überwältigt von der Musik. Es ist eine riesige Stadt und hier ist niemand zum Rekrutieren. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Süßigkeiten. Hier ist ja nichts, hier ist ja tote Hose. Da ist ein Schmied. Hier ist ein normales Gebäude, gehe ich da mal rein. Gucken. Willst du mir was schenken? Ein Buch, cool. Nehme ich für meine Bibliothek. So, jetzt bin ich da lang gegangen. Jetzt gehe ich nochmal die Runde außen rum. Also wie Feen sehen die aber wirklich nicht aus. Das sind wirklich Drachen auf zwei Beinen. So Mini-Drachen. Menschliche Drachen. Jetzt gehe ich hier nochmal lang in der Hoffnung, dass vielleicht da jemand ist. Du schenkst mir ein Rezept. Ja. Ich gehe in fremden Häuser rein und die schenken mir Bücher und Rezepte. Das finde ich auch Wahnsinn. Gebräuber-Saté. Oder gebräunter Saté. Weiß es nicht. Das ist jetzt schon auch die fast 4,5. Stunde. Aber hier ist nichts. Hier ist tote Hose. La 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 la. Spaß.
Spazieren ist gut für den Körper. Ein Hund, der sich in den Schwanz beißen will. Nix. Nix dabei. I am enttäuscht. Von so einer großen Stadt hätte ich mehr erwartet. Aber nun gut, dann gehe ich mal schnell, schnurstracks, hier zum Palast. Halt! Stehen geblieben. This is the castle of His Majesty King Salus Baelrunt. No visitors are allowed inside without permission. Oh, tut mir ja leid. Don't we have permission? Yes. Wave said His Majesty had been informed in advance of our visit. Maybe something got lost in transit? Listen, bud. We got an emissary of the Guardians and the commander of the Alliance here. Mm-hmm. Dear me, but this is no way to treat a lady. Wer ist da denn? Wer bist du denn? Marissa of the Guardians, I presume. Do you know who I am? Wait, lady? Lady? Forgive me. I am Maxim of the Naristuri Army. Oh, Max. Maxim, kann ich nur Maxim zu ihm sagen? Wenn du menschliche Drachen magst, sollte ich dir vielleicht meine Ex vorstellen. Ah, so schlimm. So schlimm. Na ja. Dann sage ich mal nichts dazu. Dann ich enthalte mich jeglichen Kommentar. Aber ich habe nie gesagt, dass ich menschliche Drachen mag, ne? Also, As I recall, you visited this castle once before, while escorting your Grand Warden during a ceremonial affair. Ich halte mich von menschlichen Drachen fern. Möchte mit denen eigentlich nichts zu tun haben. I have something of a gift for names and faces, particularly those of beautiful women. Ah, der alte Charmeur hier. I shall announce your arrival to His Majesty at once. Maxim. Might I inquire as to your entourage? I'm Alwi. An elf of the Fawood clan and younger brother to Lakian Arkathis Fawood. And you are here as his emissary? Als sein Botschafter. Sure. Something like that. I'm Noah, commander of the Alliance. Ah, I have heard word of your achievements in the battle for Eucharis. You are most welcome here. Das freut mich. And the young lady? Bin ja auch, durch meine Schlachten schon berühmt geworden. Friend of Marissa. A dear friend. Poobie. Poobie. Then you are important guests indeed. Please follow me. Poobie. He seems like a very nice man. Ah, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. So ein bisschen schleimerhaft, ne? I don't know. Right? If that guy was any more fishy, he'd be on a plate with capers and lemon. Könnte ein bisschen was fishy an ihm sein, ja. Oh, is that right? It's good that you trust people, Nil, but not everyone is worthy of trust. I see. That is most perplexing. Das ist das menschliche Wesen, ne? Komplex. The nation of Norista welcomes you, Guardian Warrior Marissa, and you as well, Commander. I am told your name is Noah. Das ist richtig, Your Majesty. Greetings, Your Majesty. I have come as an emissary of the Grand Warden. And I'm here to stop Duke Aldrich of the Empire. Yes, we are aware of the Empire's recent activities. Duke Aldrich, that snake, pretending to strive for peace while secretly harboring designs on our territory. Tja, schön, dass ihr es endlich erkennt. The rumor has it, the Emperor's assassination was his doing as well. Truly, he is the most vile of scoundrels.
I am General Electra, commander of Norrister's military. I have already sent to Kinan to request reinforcements. Electra. Ein elektrisierender Name, würde ich mal sagen, oder? Am I to understand you have already dispatched an envoy to you, Chris Noah? Yes. Periel went personally. Countess Groom, you say? Well, considering she's as much to blame for igniting this conflict as Aldric, I'm glad she's at least attempting to make up for it. Was? Warum? Wir haben nichts gemacht. Dieser Krieg ist nicht ihre Schuld. Ich stehe für sie ein. Ich stehe für Periel ein. Isn't it though? That woman is the one who decided to pick a quarrel with the Empire and ruffle the Duke's feathers. Sie hat nie was gemacht. She dashed all hopes of diplomacy before it could even begin. Das ist aber ganz schön parteiisch. If I may, Your Majesty, I can foresee several possible routes the Empire could use to launch an attack against Norrister. Until the League's armies are amassed in our territory, our forces will be focused on trying to figure out the Empire's plan without committing ourselves to a mistaken position. Ja, geht gleich wieder eine Schlacht los, würde ich sagen, ne? Empire you have to worry about. There's also a revenant horde on the move. So I understand. Although we have been unable thus far to determine their purpose. Is it possible they're helping the Empire? Maybe. Perish the thought. We don't need things getting any worse. Still, all we can do at the moment is wait and see. King Salas, are you in here? Das macht 50 Pfennig in das Phrasenschwein. You there! Halt! Ja. Könnte man ja mal überlegen, ob man sowas einführt, ne? Für jede schlechte Phrase oder für einen Phrasenkommentar muss was in den Topf geworfen werden. Somebody please. Der Rudi. Der Rudi ist auch dabei. You stand before King Salas. Identify yourself. Elektra, mach dich locker. Right. Stehst ja unter Strom. Also mit ihrem Namen kann man echt gute Witze machen. I'm Rudi from the village of Skriss. We've got kids who need your help. Ey, ich hab euch doch gerade besucht. You cannot just barge in here. Enough, Maxime. Tell us about these kids, child. Es ist auch eine geile Sache, wenn um 11:30 hier noch eine Waschmaschine schleudert. Also wann diese Leute hier in diesem Haus Wäsche waschen, ist einfach nur Wahnsinn. It's my little brother and his friends. They went into a nearby cave on a dare and never came out. And it's been 2 days. And why bring this to your king? Has your village not raised a search party? Sei mal nicht so von oben herab. Was ist denn hier los? We did, but the cave was full of monsters and they had to fall back. Also müssen wir gleich in die Höhle. But what if my brother and his friends are further inside? Legend has it there's a giant monster living at the heart of the cave. We can't save them without your help. Please, Your Majesty. Please, Your Majesty. Right, no time to waste. I'll put together a capable team and... You will do no such thing. Salas, was ist denn los jetzt? Your Majesty. Das sind Kinder, Salas. The Imperial Army stands ready to beat down our door. We are in no position to reposition any troops, no matter how few. Yet your subjects are in danger, Majesty. It would be most unlike you to ignore their pleas. We're in the middle of a crisis here. I will forgive your barging into my hall, young man, but I can spare no soldiers for this matter. Das finde ich nicht richtig. My brother and his friends are all gonna die! I'll go. Poor baby. Poor baby.
Huh? Who are you? I'm a guardian, and he's the commander of the Alliance. How's that for backup? Oh, thank you. Ah, I take it. Thank you so much. Is this acceptable, Your Majesty? Kein Phrasenschwein einführen, du wärst ein zu großes Opfer dafür. Seeing as they're here as our guests, I suppose I'm in no position to object. Dann vielleicht erst recht. I trust you can handle the particulars, General Electra. Of course. So where's this Skriss you're from? Ja, das ist dann nördlich, da waren wir doch schon. Northwest of here. Tu doch jetzt nicht so. Up in the White Crowns. We should hurry. Ja, machen wir. Kann mich sogar hin teleportieren. Right. Follow me. Maxim, I want you to accompany them as well. I think His Majesty can forgive the absence of a single man. Oh, der muss auch mitkommen. Ich will nicht. Of course, General. I will not disappoint. Kann Elektra nicht mitkommen? Die ist irgendwie cooler. Wait, but isn't the Allied Army coming here from a different route? And what if the village sends a message? I will remain behind to handle such affairs. Jetzt muss ich wieder alles umstellen. Was ist denn hier los? Thanks, Nell. I appreciate it. If that's settled, we should depart. Gott. Nell ist raus. Was ist mit dir eigentlich? Der ist nur für Hilfe geeignet. Rudi muss auch mit rein? Ich will doch nicht mit Rudi kämpfen. Die müssen beide in die Frontreihe. Oh Gott, ey. So, Gar kann wenigstens nach hinten, weil der ist Mittel. Hey, Marissa. Dann Rudi und Maxim. No slacken! Was haben die denn für schlechte Verteidigung? 167. Ich habe 186. Ich hatte so meine Mega-Tanks da vorne. Und jetzt muss ich damit rumrennen. Hier könnte ich auch noch Francesca mit reinholen, aber mal gucken. Good hunting, all of you. Mal gucken, wie ich das anstelle. Be careful. Ich komme mit. Oh, ich hasse dich jetzt schon, Rudi. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich hasse dich jetzt schon, Rudi. Genau wie ich Periel gehasst habe. Da vorne in der Frontreihe. Da muss ich mal gucken, ob ich mir mit Rüstung noch eindecken kann. Wo ist der Rüstungsladen da unten? Dann gucke ich mal, ob ich mich da noch mit irgendwas eindecken kann. So, hallo Herr Rüstungsladen. Oder Frau Rüstungsladen, ich weiß es ja noch nicht. Tatsächlich eine Frau. Magischer Hut, starker Hut. Würde den beiden schon mal sehr gut stehen. Lass mal halt ein bisschen was für die Verteidigung machen. Großer Helm. Doppelkreuz für die zwei hinten.
Ein Doppelkreuz. 150, 146, 160. Das ist doch ganz okay. Für ihn den Kreuzpanzer. Volle Magierüstung. 200... 239 sogar. Zwar teuer, aber das gönne ich mir. Die anderen beiden kann ich gar nicht ausrüsten. Ach so, weil die haben sich ja noch nicht angeschlossen. Und ein schönes Schild. Deswegen kann ich deren Ausrüstung gar nicht bestimmen. Hm. Also ja, Magie würde halt noch ein bisschen was gehen. Dafür 10 physischen runter. Ich lasse das mal so stehen. Fühle mich jetzt ein bisschen sicherer. Und ich kann mich ja gleich hoch teleportieren. Dorf Schkris. I have literally never failed at this. Schkris. Rein nach Schkris. Oh, da sind sie ja schon. Well, how'd it go, Rudy? Are they sending help? Eine schicken Kavallerie. This is Marissa of the Guardians and Noah, Commander of the Alliance. I take it those kids are still in the cave? We don't have much time. Let's go save them. Oh, thank you so much. The cave is on the north side of the village, but it's full of horrible monsters. Mm-hmm. Please, my daughter's down there. You have to save her. Ich versuch's. On my honor as a Nari Story captain, your children will be rescued. I didn't realize how cold it'd be up here. All the... And once we do, I wouldn't say no to a nice hot bowl of stew. We'll make all the stew what you can eat, sir. Just please save him. Gib mein Bestes. Come on, let's go. Der Eingang liegt an der Nordseite des Dorfes. Verstanden, gehen wir, Leute. Da drin haust bestimmt ein Yeti. Ist auf dem Weg ein Laden. Na, gucken wir mal, was der Laden zu bieten hat. Muss ich nochmal nächtigen? Ja, ich sollte nochmal nächtigen. Aber 3000 nehmen sie für die Nacht. Im letzten Kaff nochmal 3000 abknüpfen. Das ohne Frechheit. So, was haben wir bei dir? Premium Heilkraut. Komm, nehme ich davon noch ein bisschen was mit. Geht's. Auf geht's. Rein in die Höhle. Gucken, wie weit ich da noch komme. Ob wir den Yeti finden. Aber es ist auch gefährlich, einfach so eine Höhle am Dorf zu haben. Wenn da gefährliche Monster sind, die können ja mal rauskommen. Bin ich der Meinung. Ja. Don't worry. Noah, Marissa and I will take care of everything. Perhaps you've forgotten that I am also part of this rescue effort. Der Yeah, me too. Der Alvi da oder so, der Elf, der ist auch richtig dünn angezogen. We're wasting time. Let's move. Wenn man sich mal den Rudi da anguckt, finden wir dort die Kinder. Sie sind wohl in die Tiefen gegangen. Oh Gottes Willen. Mir erschrocken.
Da ist doch schon eins. Over there. Da ist doch schon ein Kind. Hallo. Rudy, I was so scared. Oh, don't worry, Jess. You're safe now. Ah, that's a relief. People, hey. Where are the other kids? I don't know, mister. We got separated while we were running. It's okay. We'll find the other three. In the meantime, stick close to us. Got it? Got it. On we go, then. Das machen wir. Oh. What the? I can't move. Don't panic, Noah. Shift your weight left and right as hard as you can, and you should be able to break free. You were right. You know, that was kind of fun. Quit messing around, Noah. Wird da bestimmt Gesundheit kosten, oder? So, ein Kind schon mal. Das ist doch... Schönes Spielchen hier, so mit der Eishöhle. Eisig Stein. Immer schön warten. Und gegen Monster kämpfen. You picked the wrong fight. Oh, der kommt da mit seinen zwei Doppeläxten an. Der Rudi. Boah, Doppelaxt. Brutale Doppelaxt. Don't mess with the Guardian. That was way too easy. Nun gut. Dann los jetzt. Also hier ist nix. Irgendwie verstehe ich den Aufbau noch nicht ganz. Da komme ich von oben runter. Aber ich konnte doch auch hier oben. Ah nee, hier kann ich nicht weiter. Okay. Ich muss da so runtergehen. Da sind aber viele Gegner. Na, die heilen sich gegenseitig, das ist doch schön. Müsst ihr ja genug Heilkraut auch haben. Kann ich auch immer meinen Unterschlupf. Da kriege ich auf jeden Fall schon bessere Heilmittel. Tentes Heilkraut. Also ich muss ja sagen, was die Rekrutierung angeht, war ja heute ganz okay erfolgreich. Sind ja ein paar neue dazugekommen. Aber ich vermisse immer noch einige sehr markante Helden. What we're gonna do is encase ourselves in ice and slide down. The momentum will carry us across the gaps. Einige. Ja. Um das halt weiter zu ran, voranzutreiben, den Basenausbau.
Probieren wir es mal. Oh, okay. Yeah, we're definitely... Das war ein Was ist denn jetzt los? Was war das denn jetzt? Ich dachte, ich kann da schön die Schatzkisten looten. Aber nichts davon. Good times. Can we do that again? More like, can we please not? I thought my heart would stop. Rune des schnellen Schlitzers. Können wir es nochmal machen? Ah. This icicle has a big crack in it. Den können wir bestimmt umstoßen. Worth a try, right? I don't think a swing of the old weapon is gonna do the trick. Poopy. Poopy. Also muss ich mich wieder... Muss ich mich da hinten einfrieren lassen, ne? Vermutlich. You're mine. Das sind aber sehr viele Karbunkel. Sehr viele Karbunkel. Und die hauen alle im Blitz raus. Ja, er macht jetzt seinen Multischuss. Ping, 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 ping. Also macht gut Schaden. Schaden, kann man nichts sagen. Als Flächenschaden. Ah ja, die machen das schon. Die machen das hier schon alles wunderbar. Für Gar wurde eine neue Rune freigeschalten. Uhu. Nee, erstmal heilen gucken. So. So. Jetzt, oh Gottes Willen, das ist ja hier so ein kleines Labyrinth. Kiste. Antiker Schild. Ist das was hier für meinen Mann? Oh ja. Okay, da muss ich erstmal rüberschlittern. Tut das nicht weh in so einem Eisgefängnis zu schlittern? Gut, hier passiert nichts. Jetzt bin ich ja wieder hier am Speicherpunkt. Da mache ich jetzt noch den Kampf. Machen wir mal den Kampf hier und dann speichere ich nochmal.
ganz langsam uns bereit für den Feierabend. Bin ganz erstaunt. Das ist wieder so eins der Spiele, wo ich keine Pause gemacht habe. Ich habe jetzt einfach mal hier 5 Stunden. Warum kann ich nicht speichern? Jetzt, wo ich hier 5 Stunden auf meinem Poppes gesessen habe und durchgespielt habe. Ne? So, in diesem Sinne machen wir Feierabend. Uiuiuiuiui, da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.